Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Skyrim. Und ich habe jetzt, ich weiß nicht, ein paar Anläufe auf jeden Fall gebraucht. Oder nicht gebraucht, sondern ausprobiert. Den Kollegen hier unten habe ich ja schon weggeknallt. Das Problem sind nur die beiden anderen Jungs, die da auf der Treppe stehen. Ich glaube, ich habe das jetzt 5-6 Mal probiert, ohne Erfolg. Deshalb werde ich jetzt hier einfach mal... Ich werde, wenn ich das hier geplündert habe, erstmal wieder rausgehen, denn die beiden Angesprochenen gerade eben, die sind ziemlich stark, also da habe ich kaum eine Chance. Rest lassen wir mal drin. Ich glaube, das ist nicht was? So wild. Was? Was? Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen? Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen? Habe ich jetzt auf der anderen Seite der Wand eine Falle ausgelöst? Oder? Soll ich das jetzt verstehen? Komisch. Na egal. Was gibt's hier denn noch? Zaubertrank mit der kleinen Heilung. Käse, Käse, Käse. Und eine Truhe. Na, gucken wir doch mal. Yeah. Gold, kleiner Seelenstein, alles nehmen. Gut. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Und ich schleiche mich wieder nach draußen. Denn wie gesagt, irgendwie 5-6 Mal probiert und 5-6 Mal so richtig auf die Murmel bekommen. Das war jetzt nicht ganz so schön. Da suche ich mir lieber zunächst mal ein bisschen was anderes aus, um dann im Endeffekt nochmal wiederzukommen und dann die Jungs da wegzurocken. Ich denke, das ist einfach sinnvoller. So, hier draußen habe ich ja soweit alles gesäubert. Und einmal schnell auf die Karte gucken. Was war eigentlich mein eigentliches Ziel? Genau, da wollte ich doch hin. Das heißt, ich werde mir mal mein... wie geht das noch? Boah, ich habe so lange nicht mehr gespielt. Illusion, glaube ich. Genau. Achso, falscher Knopf. Jetzt haben wir es. Na gut, wenn der sagt, ich soll hier lang. Ja, das ist ja auch eine coole Wegfindung. Was zum Teufel? Ach, ich hab den... hier will ich hin. Ja, so. Ja gut, dann ist ja noch kein Wunder. Das Ganze nochmal.
Aber ich hätte schon gern, dass meine kleine Maus hier mitkommt. Ah ja, sehr schön. Komm, eine kleine Maus. Das ist eine alte Ruine oder so. Da ist ein Eingang. Was habe ich da denn schon wieder entdeckt? Mann. Okay, Leute. Tut mir leid, aber Plan B. Wenn ich, also vorausgesetzt, ich komme nachher hin. Dann ist Plan B angesagt. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass hinter dem Wasserfall irgendwas zu finden ist. Oh, ach, hier ist schon was. Nimm mal alles mit, was es hier gibt. Moment, Lavendel. Nimm auch mit. Ich hänge da gerade so ein bisschen fest. Oh, na, da ist mal schön ein Baum draufgestellt hier. Das Fischerhäuschen oder was auch immer. Ach, komm schon. Aber ansonsten scheint da nicht wirklich was drin zu sein. Doch, da ist auch ein Buch, oder nicht? Hallo, ich hab dich gesehen. Das ist ein Buch. Verdammt. Das will ich haben. Da war es doch gerade. Mann, was ist denn das? So, jetzt aber. Das nehme ich mal mit. Keine Ahnung, ob sowas irgendwie pädagogisch wertvoll ist, vielleicht für später. Yeah. Mit Drehung. Boah, das ist aber auch gut versteckt hier, ne? Also da muss man schon den Weg kennen, um hier runter zu kommen. Oh, da ist noch ein Fass. Nehmen wir auch noch mit. Aber ansonsten war es das wohl. Gut, dann werde ich mich jetzt aufmachen. Einmal hier rüber. Da möchte ich schon gern einmal jedenfalls reingucken. Ich hoffe ja, dass das funktioniert. Und ich hoffe, dass meine verlassenes Gefängnis entdeckt. Na, ob das so verlassen ist, ich bin ja mal gespannt. Gut. Waffen. Bogen. Ich hoffe mal nicht, dass sie da runtergestürzt ist. Das wäre jetzt echt doof. Habe auch nicht hingeguckt. Naja. So, die Spannung steigt. So, das verlassene Gefängnis ist... bisher auf jeden Fall noch sehr verlassen. Da gibt's nichts. Geht's weiter.
Sachen bestimmt diebesgut. Es riecht doch hier nach einem Diebesversteck. So. Na, hier ist noch einmal. Ich weiß ja nicht, wofür man das eventuell mal gebraucht. Hier wohl noch so kommt. Auf jeden Fall sind die hier ganz gut ausgestattet. Wie viel Platz habe ich auch noch? Ah, das geht noch. Dann glaube ich, gehe ich mal weiter. Ich denke mal, da wird sicherlich noch der ein oder andere Gegner auf mich warten. Okay, schläft er oder ist er tot? Das ist natürlich jetzt die Frage. Hier sind auf jeden Fall schon mal ein paar. Gefangenenplan. Na ja, mal gucken. Der Sturm naht. Ich spüre es. Es läuft immer mehr Wasser hinein. Der Augenblick war nie günstiger. Wenn der Sturm hineinbricht, werden die Wachen fieberhaft überlegen, was sie mit uns anstellen sollen. In dem Durcheinander müssen wir die paar von ihnen, die vor unseren Zellen Wache schieben, überwältigen und den Eingang zum Zellenblock halten. Wir müssen ihn nur so lange halten, bis ich eins von ihren Schwertern in die Hände bekomme und das Abflussgitter in der Ecke meiner Zelle aufbreche. Dort geht es in die Freiheit. Wir flüchten dann den Fluss runter, wo wir versuchen werden, einen Unterschlupf zu finden, bis der Sturm vorbei ist. Gut. Das ist jetzt echt nur die Frage, ob der da sind ziemlich viele Tode. Oh, Geist. Ich spüre die Gegenwart von jemandem. Ich spüre die Gegenwart von jemandem. Der Tod euch holt. Eieiei, Geister, die glaube ich kriege ich hier wirklich weg. Ich lauf mal lieber. Das würde mich ja mal interessieren, ob ich dafür so Silberklecken oder sowas brauche.
Wenn er gleich zurückkommt, dann versuche ich ihm mal einen Pfeil reinzuschießen. Ja, gleich zurückkommen. Könnte ich natürlich mal den hier nehmen. Geschossen gerade? Oh, die sind ja easy. One-Hit-Wunder, sehr schön. Kann ja doch hier bleiben. Ich glaube, dann werde ich mal echt jetzt? Platz. Ich befürchte nicht. Ich laufe einmal zurück. Mache eine kurze Pause und wir sehen uns gleich wieder. So, liebe Leute, da bin ich doch mal glatt zurück. Ort des Geschehens. Und natürlich wird erstmal alles geplündert jetzt hier. Nachdem ich nur noch weiß, dass die Geister gar nicht so schlimm sind. Jedenfalls die beiden von gerade eben. Gehe ich hier ein ganz bisschen entspannter an die Sache ran, muss ich ehrlich sagen. Mal gucken, was der noch so hat. Ja, sehr schön. Muss man ja alles mitnehmen. Da gucke ich doch gleich mal. Aber erstmal noch mal hier gucken und erstmal nicht. Ah ja. Das ist doch nett. Ach Mist, jetzt habe ich einen Schlüssel eingesammelt. Naja gut. Hätte ich natürlich auch ganz gern eigentlich selbst geöffnet. Irgendwas ist ja immer. Ich sollte vielleicht mal schleichen. Hier kann es ja doch durchaus sein, dass hier vielleicht noch der eine oder andere Gegner mit rumläuft. Hallo, 66 Gold. Na, Tatsache. Der hat auf jeden Fall einen großen Knüppel hinten dran. Ja, mal gucken, kriegt er erstmal so einen verpasst hier. Ich habe ihn auf jeden Fall schon mal wütend gemacht. Erstmal, was es hier so gibt. Schäbig Robe. Ihr
könnt ihr behalten. Kohl. Alter, ich bleib im Stuhl da hängen. Geh mal gar nicht. Da habe ich aber recht lang durchgehalten. So, Waffen, Nahkampfwaffen. Attacke. Sehr gut. Uiuiuiuiui. Ja, das macht schon Spaß. Und das kann ich mir da erstmal meine 20 Pfeile aus dem Stuhl da wieder rausholen. Bleibt der hier, da ist der nächste noch. Moment. Hallo, hätte ich gern wieder. Danke. Hey. Verrückt. Und ich wundere mich, warum ich nicht treffe. Ah, alles mitnehmen. So, Waffen natürlich nochmal wieder wechseln. Gibt's da nicht irgendwie eine. Bestimmt eine Schnelltaste für. So. Hier ist nichts zu holen. Hier allerdings ein bisschen was. Und dann gucke ich nochmal schnell, wo man hier hinlaufen kann. Das ist ja, denke ich, auch nicht so ganz unwichtig. Vielleicht warten hier noch magische Schätze. Achso. Von da bin ich gekommen. Aha, ich hab's noch gesagt. Meister. Da bin ich ja mal gespannt. Ach, hey, ja. Stimmt, ich habe ja den Schlüssel. Die Legende des Roten Adlers. Ja, ich werde mir später alles mal durch. Finde das Schwert des Roten Adlers. Na, siehst du mal. Ich glaube, die hatte ich schon. Ja. Die habe ich schon mal gelesen. Also Band 1 jedenfalls. Was haben wir hier noch? Band 3 kenne ich auch schon. Alter, hier Eisenbahn. Boah, und hier, was ist denn hier los? Kaiserreich kenne ich auch nicht. Ich werde mir das alles nachher schön in Ruhe durchlesen. Aber während der Aufnahme ist das immer ein bisschen langwierig, deshalb lasse ich das mal. Wäre schön, wenn es eine Anzeige geben würde, welche Bücher man schon gelesen hat. Das wäre durchaus hilfreich. Mit über Sheo Gurat. Freue ich mich nachher auf jeden Fall auch drauf, das zu lesen.
kleine Bibliothek. Was haben wir denn hier? Ein kaiserliches Schwert. Ein Schild. Und noch eine Truhe. Alter. Wow. Das ist auf jeden Fall mal richtig viel Geld wert. Skelett nehmen. Gut. Dann geht es jetzt weiter und zwar in diese eine Zelle da hinten in der Ecke. War ich hier schon dran, ja, ne? Ja, gut. Wo es runter geht, da werde ich auch mal hin. Vielleicht gibt es da noch mehr zu plündern. Der ist nicht ganz so weit gekommen. Der auch nicht. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Das heißt, ich muss hier lang. Ja. Also noch zwei Skelette, hallo. Okay. Voll so ein Geheimweg hier. Bin ich denn jetzt überhaupt rausgekommen? Mhm. Da unten. Das sieht nach einem kleinen... Da laufe ich mal runter eben. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Schon wieder hier das, was ich eigentlich machen wollte. Das klappt einfach nicht. Was ist das denn da? Ach so, ein Baumstamm. Ja. Kann ich die Pilze mitnehmen? Aber sicher. In Skyrim geht sowas. Ist das ein Böser oder ein Guter? Das ist natürlich die Frage. Ist das sie? Ja, ne? Nee. Wer ist denn das? Uns wurde gemeldet, dass es hier in der Nähe Schwierigkeiten gibt. Ich bin auf dem Weg dorthin, um der Sache nachzugehen. Ich sollte es besser nicht jedem sagen, der fragt. Es sind wichtige Angelegenheiten, wisst ihr? Nein, ich glaube, ich komme klar, aber danke. Hey. Uns wurde gemeldet, dass es hier in der Nähe Schwierigkeiten gibt. Ich bin auf dem Weg dorthin, um der Sache nachzugehen. Uns wurde gemeldet, dass es hier in der Nähe Schwierigkeiten gibt. Ich bin auf dem Weg dorthin, um der Sache nachzugehen. Assel, jetzt kann ich nicht mehr mit ihm reden, oder was? Blöd, Mann. Hier, Bergblume. Mitgenommen. Gilfrees Haus. Ich tun. Wir suchen noch keinen Ärger, hallo. 5 gute Männer haben mit mir in der Mühle gearbeitet. Dann begann dieser Krieg und alle liefen weg. Idioten mit Met im Blut. Aha. Lass mir natürlich liegen. Was gibt's hier denn noch? Bücher. Ihr müsst jetzt wirklich gehen. Ich
muss gar nichts. Erstmal muss ich noch die Bücher lesen. Ihr geht jetzt besser. Geschichte. Jedenfalls, wenn wir fliegen, würde ich mal sagen, war das eine. Ihr geht jetzt besser. Ein paar Bilder wären eigentlich mal toll. Sehr coole Weisheit auf jeden Fall schon mal. Werde ich mir merken. Ihr müsst jetzt wirklich gehen. Ja, ich gehe ja schon. Vielen Dank auf jeden Fall für die netten Bücher. Das war es gibt sehr hier schön viel gewesen. Gutes Holz. Aber ich kann mich nicht allein darum kümmern. Jeder, der kräftig und gesund ist, kämpft. Ja, kann ich dir nicht irgendwie helfen? Aber wer soll ohne funktionierende Mühlen die Pfeile für unsere Soldaten herstellen? Männer haben einfach keinen Sinn für Ironie. So, was haben wir denn hier noch für ein Häuschen? Das ist ja schon ein bisschen verwuchert. Oh ja, in der Tat. Hier kann man noch einiges mitnehmen. Mache ich auch. Nein. Ach, sehr schön. Einmal kurz Päuschen gemacht. Oh, da oben hängt noch eine Menge. Sortiere ich gleich wieder aus. Ich denke, das wird hier einen kleinen Moment dauern. Ich mache eine kurze Pause. Bis gleich. So, ja, ich habe ein ganz klein bisschen pausiert, weil ich mal eben Trinken geholt habe und. Habe jetzt aber auch gerade gesehen, dass ich schon die 30 Minuten erreicht habe. So, meinem Ziel, meinem eigentlichen Ziel hier oben. Ja, ich bin gerade ein Stück in die andere Richtung gelaufen. Also ich werde mich jetzt nochmal hier hin porten, so, damit ich auch gar nicht in die Versuchung komme, noch weiter in die andere Richtung zu laufen. Denn ich möchte jetzt gerne zu den Graubärten hoch. Also in der nächsten Folge hoffe ich wirklich, 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 dass ich das schaffe. Mal gucken. Aber ihr habt ja selbst gesehen, hier und da immer wieder neue Sachen und wenn man halt so einen Erkundungsdrang hat, dann ist das echt schlimm. Aber ich versuch's wirklich, da hinzukommen. Versprochen. So, gut. Das hat schon mal ganz herrlich geklappt. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal den... Moment, wie ging das noch? Genau hier. Schon mal den Holo-Zauber reinmachen. Quatsch, Holo. Hellsehen. Noch da runter oder nicht? Na gut. Okay, laufe ich halt einmal hier lang. Mann. Achso, ich wollte ja Feierabend machen. Mensch, Leute, sag doch was. Aber bis da unten laufe ich noch. So, also ich sage auf jeden Fall mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, jetzt weiß ich, da war ich schon. Sehr gut. Das heißt, ich kann einfach den Weg hier dann in der nächsten Folge weiterlaufen. So, rechts und links immer nochmal hier am Wegesrand schauen nach Blümchen. Natürlich. Zack. So, und bevor jetzt irgendwas passiert, mache ich hier Feierabend
Und sag nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, falls ihr irgendwas an Verbesserungen habt, dann sagt gerne Bescheid. Ich bin da immer offen für. Ja, also, macht's gut, Leute. Ciao, ciao.